Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within. Ja. Würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Socken. Oh oh. Da beschießt uns jemand. Ey. Ey. Das gibt's doch nicht. Geh mal raus hier, wo er mich kriegen kann. Wo ist er? Ist er weg? Oder bin ich noch nicht hoch genug? Da ist er. Mit dem Scharfschützen-Ding. Damit kriegen wir ihn. Ja, es bewegt sich leider. Wunderbar. Jetzt habe ich doch leider ein bisschen Muni verschwendet wieder. Naja. Schauen wir erstmal, was überhaupt auf uns zukommt. Wahrscheinlich schenken sie uns nicht ganz so viele. Boah, wir können das hier anzünden. Wenn die hier alle auferstehen, ne? Und ich hier alles anzünde, dann könnte ich mich hier draufstellen. Hm. Oh oh. Oh oh. Dann sollte ich das vielleicht auch tun, was ich vorgehabt habe. Magst du vielleicht mal rennen? Oder so? Lass dir Zeit. Zünde das an, verdammt. Okay, es brennt hier. Und wieso geht's ihm so schlecht? Weil wir angeschossen wurden, natürlich. Und zwar so schlecht, dass ich schon wieder am liebsten das Kapitel nochmal machen würde. Wollen wir das nochmal machen? Wir wissen ja jetzt, es kommt, ne? Pistolenmuni verschwendet und so. Es könnte anders laufen. Voll angeschossen worden, obwohl unsere Gesundheit super gut war. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Bis gleich. So. So schnell geht das. Da ist er. Ey, und wieder schießt er mich an. Und dabei bin ich doch schon vorsichtig jetzt. Was du kannst, kann ich schon lange. Irgendwo da oben bist du doch. Wo bist du denn? Wo steht er denn? Da steht er. Muss mal ein bisschen weiter nach rechts. Huhu. Na? Krieg ich dich? Oh, das ist auch schwierig. Jetzt habe ich ihn. Und mir geht's gesundheitlich etwas besser als vorher. Ich finde, das hat sich schon gelohnt. So, da wir wissen, was gleich auf uns zukommt, nehme ich mal die Schrotflinte zur Hand und fackel das alles hier gleich an. Kommt ruhig, Leute. Hallo. Mano. Steht er wieder auf? Der Sack. Ja. War klar. Du bist da oben und hilfst mit Joseph? Oder was macht er? Er hilft mir hoffentlich. Ich weiß aber nicht, wie viel Muni er hat. Ich meine, ihm muss doch auch irgendwann die Muni ausgehen. Oder muss ich darüber mir gar keine Sorgen machen? Oh, da hat jemand was fallen gelassen. Und das finde ich ja super. Ich lasse den mal da. Weiß nicht, ob der mir noch was kann. Das ist auch gut. Solange die mir hier nicht aufstehen. Oh, da geht die Tür sogar von alleine auf. Sebastian, dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Ja, aber hier. Haben wir noch mehr Muni davon oder was? Weil das ist irgendwie Pistole, glaube ich. Können wir da irgendwas von verballern und nochmal zurück und die mitnehmen? Lohnt sich doch bestimmt. Wo ist denn einer? Oh, wir haben hier so viel Muni. Die will ich nicht verschwenden.
Oh nein! Okay. Damit komme ich wahrscheinlich nicht so weit. Wer ist er denn? Nein. Oh Gott. Wer ist er? Ich habe keine Explosivbolzen mehr. Was macht der denn jetzt? Oh. Es war klar, dass ich hier sterbe. Ich weiß gerade nicht, hat er gesagt, ich soll ihn fertig machen oder er macht ihn fertig? Keine Chance, weil den einen haben wir ja geschafft. Soll ich jetzt vor denen weglaufen oder soll ich die erledigen? Dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Ich geb dir Deckung. Ja, du gibst mir Deckung. Schön. Ich bin da irgendwie ein bisschen überfragt gerade. Ob ich das jetzt verballern soll oder nicht. Hab auch gerade irgendwie Steuerungsschwierigkeiten, hier diese Waffe irgendwie ständig zu wechseln. Denn wir haben ja hier eigentlich noch was. Aber irgendwie will er auch nie die wechseln. Muss ich das immer im Menü machen hier oder geht das auch so? Dann ist nämlich vielleicht ja Kälte gar nicht so schlecht, wobei die Explosivbolzen auch super waren an der Stelle. Puh, ich check's gerade nicht. Ich glaube, ich sollte mal wegrennen. So, jetzt nimmst du mal irgendwie Kälte. Schock. Okay. Ohne mich am besten? Genau, tolle Idee. Okay, ich soll ihn fertig machen. Das habe ich jetzt verstanden. Wow! Was soll ich denn machen? Lauf, 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 lauf. Okay, okay. Scheiße. Kann der hier reinrennen? Oh Gott, ich bin ein bisschen hier. Er kommt. Er kommt. Blendbolzen, Harpunenbolzen. Ich... Jo, er hat die Wand eingeschlagen, das ist schön. Was mache ich denn jetzt? Hallo. Schön. Schöne Scheiße. Hat ja toll geklappt. Ich... Keine Ahnung.
Kannst du diesen Hebel nochmal benutzen? Oh Gott. Da ist Muni oder so. Nimm es mit. Er kommt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, nochmal eine Notiz nebenbei lesen. Kann man ja mal machen. Notiz vom Friedhof. Walt, ich bin losgegangen, um Donna zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht. Bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Ja, tolle Wurst. Hallo. Mano, er hat mich jetzt gleich. Jetzt erschieß ihn doch mal. Nein! Ja, war klar. Komm. Ja, das war klar. Ich weiß, ich kämpfe gerade nicht gut. Fühle mich auch ganz blöde gerade irgendwie. Weiß nicht, soll ich... Ja, anscheinend muss ich ihn... Ja, ich muss ihn fertig machen. Anders geht das ja nicht. Also... Dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe Deckung. Finde ich gerade sehr nervenaufreibend hier, das Ganze. Ich steck das hier nicht einfach weg. Aber was ich halt scheiße finde, ist, dass ich schon wieder nicht genug Muni habe. Aber das kennen wir ja. Weiß nicht, was ich tun kann. Ich weiß einfach nicht, was am besten gerade hilft. Schade, dass man den einen nicht aufhalten kann, aber das wäre auch komisch. Vielleicht ausnahmsweise die Scharfschützen-Muni nehmen? Oder weiter explosiv? Ach, keine Ahnung. Ist schon wieder voll Panik hier angesagt. Ja? Okay, der ist hin. Aber... Da kommt der nächste. Kannst du mal weggehen da vielleicht? Schön. Lass dir Zeit. Da ist der Glibber. Warte, warte, warte. Okay, er kommt hier oben. Alles klar. Das sehe ich jetzt. Kannst du nicht... Du hast maximal... Du hast ja nichts. Ne? Das ist immer so eine Schiete und ich kann nichts herstellen. Ja. Bin hier auch schon wieder... Ich wollte irgendwie ausweichen. Schön, dass du auf mich schießt. Ja. Wenn er rennt, ist immer scheiße. Hilfe. Oh. Der kriegt ihn auch immer. Mano! Das war ja schon mal gar nicht so schlecht, aber ich bin einfach so nah an ihm dran und er macht so unglaublich viel Schaden. Ja, ich habe noch eine Spritze, ich weiß. Aber hab halt auch Schiss, die zu verwenden und rumzustehen. Dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Ja, ja. Geh weiter, ich geb dir. Wir machen noch so ein paar hundert Mal. Irgendwann werde ich das ja wohl schaffen. Das war gar nicht so schlecht. Komm. Das war schon besser als vorher. Aber meine Hände zittern auch. Ihr müsst an meine Hände denken. Das ist alles nicht so gut für meine Nerven hier.
Ich frage mich, ob ich auch hier wieder taktisch irgendwie noch besser wieder vorgehen kann. Check es aber auch gerade jetzt erst, dass ich eigentlich nicht viel habe. Oder eigentlich wieder mal nichts hier. Zumindest nicht bei den Qualenbolzen. Was echt schade ist. Ich weiß nicht, ob ich... Ich versuch's einfach mal wieder damit wie vorher. Ja, 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 wir kennen das schon. Mach den Hebel runter. Lass den Sack da raus. Wie er ihn auch einfach mal immer killt. Okay, den haben wir. Mach ihn fertig. Haben wir. Da kommt leider der nächste. Das Glibber. Ja, hallo. Ja, ja, komm, renn mich schon um direkt am Anfang, ey. Ganz ehrlich. Wenn er in die Flammen wenigstens rennen würde. Oh, er kommt. Und er ist so schnell. Er ist so schnell. Ich mach das jetzt einfach. Ja, komm, nimm mir meine Spritze weg. Ja. Oh, oh. Oh, ich kann da reingehen. Ich kann da reingehen. Kommt er mir hinterher? Kann der was machen? Oh, bin ich hier sicher? Ich schaff die nicht allein. Nee, ich weiß, aber... Shit! Aber ich bin hier sicher! Der Hammer! Komm mal hierher. Juhu, hier bin ich. Haben wir ihn? Puh. Fuck. Sackgasse. Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Ich hab... Hier lang. Ja. Ja, ich hab ihn geschafft. Oh, das ist schon wieder wie so ein Bosskampf gewesen, ganz ehrlich. Und dann ist hier einfach mal so ein Ding, wo man reinkriechen kann. Wie geil ist das denn? Und er findet einen nicht. Oh, oh, ich freue mich gerade. Ja, ich weiß, ich habe wahrscheinlich wieder viel zu viel Muni verplempert. Und man hätte dies, das jedes machen können. Aber hey! Yay! Was ist das hier? Es gibt hier so viele kleine Sackgassen. Wenn man da reinrennt, war es echt übel. Jetzt schauen wir mal erstmal, ob ich noch irgendwas Tolles finde. Was ich übersehen habe mitzunehmen. Hier zum Beispiel die Flasche. Das wollte ich immer machen. Gehen wir nochmal zwischenzeitlich zurück. Wo ist er denn jetzt hingejumpt? Würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwo noch so eine Engelsstatue steht. Und ich habe nur einen Schuss, ne? Da war doch noch mehr Muni. Oder habe ich alles eingesammelt? Das Kartenfragment. Das muss ich auch noch mitnehmen. Ne, die Notiz, genau. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Ja, mach mal.
Also, gehen wir da runter? Denke schon. Auf einmal kommen wir wieder zurück. Warum? Auf einmal kommen wir wieder zurück. Wie merkwürdig. Wieso? Jetzt hätte man bestimmt wieder was kriegen können, ne? Ich habe aber keinen Schlüssel. Immer noch nicht, wie immer eigentlich. Was ist los? Sie ist aber wieder da. Man darf speichern, das ist ja nett. Kriegen wir hier wieder eine Notiz? Nee, es geht immer noch um diesen Pater-Typen. Vielleicht könnte man aber auf dem Stuhl noch was aufbessern. Boah, ich bin wieder panisch, ne? Oh, jetzt haben wir aber ordentlich was hier. Habe ich so viel eingesammelt? Echt? Na gut. Nahkampfschaden können wir erhöhen. Ist das nicht sogar gut? Schade, dass es aber nichts anderes gibt. Könnten die Magazinkapazität auch erhöhen. Weiß aber nicht, ob uns das wirklich was bringt, weil bisher... Ja, Was ist denn Schadensmultiplikator? Das macht dann einfach noch mehr Schaden oder ist das hier so ein Brennschaden? Und kritisch? Also Reserve finde ich im Moment nicht so am wichtigsten. Die hier finde ich viel besser. Aber... Ach, wir haben so viel, weil das gar nicht zählt vom letzten Mal, wo ich jetzt neu geladen habe, oder was? Da bin ich nicht zwischenzeitlich jetzt quasi im Spiegel gewesen, oder wieso? Nee, doch, hat gezählt, weil Kältebolzen haben wir das letzte Mal auch besser gemacht. Blendbolzen, Harpunenbolzen, Explosivbolzen ist natürlich super gerade. Ach, Nahkampfschaden, ich weiß nicht. Nachladegeschwindigkeit könnte auch im Moment mal sinnvoll sein, aber noch ging es. Schadensmultiplikator interessiert mich eigentlich im Moment so ein bisschen. Ich mach mal kritisch. Magazinkapazität könnte man auf 3 machen, wie gesagt, aber da interessieren mich diese Bolzendinger hier gerade ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. Schockbolzen habe ich mal erhöht. So, jetzt haben wir noch 2400. Mal gucken, was sich damit noch machen lässt. Da lässt sich noch was machen. Wir könnten Streichhölzer erhöhen sogar. Aber ich glaube, davon haben wir noch genug. Scharfschützenmuni findet man eh nicht so viel. Da ist mir das hier gerade wichtiger. Da können wir auf jeden Fall noch was machen. Nee, dafür reicht es nicht für die Fitness. Dann machen wir hier bei Waffen mal ein bisschen mehr. Wir könnten die Magazinkapazität erhöhen. Beim Revolver oder die Nachladegeschwindigkeit oder die Feuerrate. Ich mach mal die Feuerrate höher. 400 haben wir jetzt noch. Kann man die Reserve zum Beispiel von den Streichhölzern dann? Nee, mittlerweile auch nicht mehr. Dafür reicht es dann auch nicht mehr. Okay. Da bin ich zufrieden. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Jetzt müssen wir nur noch... Komm mal. Müssen wir nur noch speichern. Und das tun wir auch. Aber das mache ich mal nicht hier. Das mache ich mal auf einem anderen Speicherstand. Hier, innere Tiefen kommen. Das mache ich eh nicht nochmal. Und dann haben wir auch schon wieder die... Grenzmarke unseres Parts, der Partzeit erreicht, aber gut, das war jetzt auch schon wieder sehr nervenaufreibend. Ich frage mich, wann das Kapitel zu Ende ist. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke schon mal im Voraus für eure Tipps. Bis dann!